Wrong Turn 5 ist für mich ein neues Kapitel aus dem Wrong Turn Franchise und dafür ist rein einer verantwortlich, nämlich Doug Bradley. Während die bisherigen Wrong Turn Filme eigentlich ziemlich stupide Slasher-Filme waren, die aus dem einen oder anderen Grund trotzdem wahnsinnig unterhaltsam sein konnten, bietet Doug Bradley etwas, was das Franchise bis jetzt noch nicht hatte, nämlich einen wahnsinnig coolen, wahnsinnig gut gespielten Charakter, der in dem Film One-Liner, Bemerkungen schiebt, Monologe hält und bei dem es einfach nur Spaß macht, ihm zuzuhören. Bradleys Performance allein hebt den Film Wrong Turn 5, finde ich, auf eine ganz neue Ebene und lässt den Zuschauer darüber hinwegsehen, dass eigentlich über weite Strecken in dem Film herzlich wenig passiert. Wrong Turn 5 folgt grundsätzlich der Spur des vierten Teils, bietet einige ziemlich drastische Kills, wobei diese, wie eben die Fondue-Szene aus dem vierten Teil beispielsweise, schon unnötig in die Länge gezogen und übertrieben brutal wirken, bis zu dem Faktor, dass man sich dann teilweise schon wundert, wie die Mutanten das alles irgendwie bewerkstelligen können. Für Gore-Fans hat Wrong Turn 5 allerdings auf jeden Fall einiges zu bieten und einige der Kill-Szene und generell auch von der Atmosphäre her zumindest das Finale des Films ist auf jeden Fall sehenswert. Ich persönlich bin positiv überrascht von Wrong Turn 5, einem Film, der wirklich viel Kritik und viele negative Meinungen einstecken musste. Klar, es ist kein Highlight, klar, es ist kein Meisterwerk, aber ich finde, dass jemand, der der Wrong Turn-Reihe bis jetzt treu geblieben ist und der auch den vierten Teil noch unterhaltsam fand, dass gerade der auch mit dem fünften Teil zurechtkommen wird. Also, wer mit dem Genre ansatzweise was anfangen konnte, wer Wrong Turn 4 gut fand, der sollte sich ehrlich gesagt den fünften nicht entgehen lassen.